Gather round, mateys, and listen to the tale of the most legendary treasure of all. Many a moon ago, the North Star itself crashed from the heavens. Those lucky enough to get their paws on it could seek out their every heart's desire. Seekers, they call themselves. Show a bit of imagination, will ya, Mother Pearl? But them Seekers, fearful of sharing its mighty power, concealed the North Star so no other soul could lay claim to it. Years drifted by, and as ye be aware, tales become myth, and myth becomes legend. And legend be the makings for some fine pirate treasure, aye? Mia! Meow. So, liebe Leute von heute, und damit begann das große Piratenzeitalter in Cat Quest. Mit Cat Quest 3 geht es jetzt, sag nun, nicht weiter in Felingard oder im Lupus Kaiserreich. Nein, es geht jetzt, sag, aufs Meer hinaus zu den Inseln von Mauritius, wo wir als Freibeuter der Meere, als Captain Jack die Northstar, unterwegs sind, ja, eben den Nordstern zu finden, allerlei Abenteuer zu erleben, wir dann sowieso auch noch, ja, ein eigenes Schiff befehligen, über die Meere schippern, dann sowieso auch neue Waffen, neue Magie und natürlich neue Ausrüstung hierbei haben werden, beim dritten Teil der Cat Quest Reihe, die wiederum am, oder das wiederum, erst im letzten Monat, am 8. August, glaube ich, erschien für PlayStation 5, zum allerersten Mal ein Cat Quest Spiel, offiziell als Spiel der PlayStation 5, dann sowieso auch für die PlayStation 4, Nintendo Switch und wahrscheinlich auch sicherlich auch für den PC. Dabei kenne ich mich allerdings nicht gerade so gut aus. Oder wann habe ich, sag, schon mal ein PC-Spiel wirklich auf meinen Kanal gebracht? Eigentlich noch nie. Nö. Aber jetzt, ja, geht es, sag, aufs Meer. Wir als Captain unseres eigenen Piratenschiff. Und ich bin jetzt, sag, auch schon mal gespannt nach Kiri, nach Spiri, oder warte mal, nein, umgekehrt, von Spiri zu Kiri. Tja, wie nennt sich denn jetzt unser geisterhafter Begleiter in diesem Teil? Finden wir es heraus. Und finden wir heraus, was für Abenteuer wir hier so alles erleben werden. Und was für Schätze, ja, wir dann auch finden werden. Okay, nicht der Sack leicht, normal natürlich. Ahoi, das Spiel wurde auf diesen Schwierigkeitsgrad ausgelegt. Gut. Oh, wähle deinen Piraten. Ja, Pirat Nummer 2. Datei 1. Verdammte Piraten! Das Kind der Prophezeiung wurde entdeckt. 15 Jahre später, nachdem die Piraten unser Schiff versenkt haben, unsere Eltern ermordeten und wir seitdem auf Rache ausschippern. Captain Cappy. Puh, wir haben es geschafft. Gerücht
Berichten zufolge gibt es auf dieser Insel einen Hinweis auf den Nordsternschatz. Sollte für ein Mitglied der Suchenden kein Problem sein, ihn zu finden, oder? Miau. Okay, wir haben einen einfachen Säbel. Okay, es sieht alles jetzt ein bisschen anders aus. Das Inventar sieht irgendwie jetzt größer aus. Schmuck können wir jetzt auch anlegen, um unsere Wertesiegel zu verbessern. Finde den Nordstern, suche in Katsuga nach Hinweisen. Die Nebelinsel. Was steht da? Barkadeninsel? Codeinsel? Die Sandinseln, Meer von Mauritius, Unendlichkeitsturm, die Zwielichtinseln. Oh, hier sehe ich doch schon einen Stern. Die Meerenginseln. Ich denke mal, das könnte wirklich diesmal ein großes Abend. Ah, sieh mal, mit L1 haben wir sowieso das Flammenschnurren auch. Unser Schiff haben wir jetzt leider nicht. Questgegenstände gibt es anscheinend auch. Okay, wir werden schon. Warte mal, haben wir unsere Flammenschnurren-Magie überhaupt nicht ausgerüstet? Ist so aktuell uninteressant. Oder brauchen wir Mana? Nein. Drücke 4, um anzugreifen und X und auszuweichen. Der Klassiker. Was hier? Spiel speichern oder was das? Ach, wenn man zu zweit spielen will. Das ist jetzt natürlich ein klitzekleines bisschen ja anders jetzt. Aber diese verdammten Piraten haben beim besten Willen nichts gegen uns auszusetzen. Nichts gegen uns in der Hand. Piratenhaltssuche Level 1. Damit fühlst du dich wie ein Pirat. Beziehungsweise, die können kein Land gegen uns sehen. So und nicht anders ist jetzt hier. Und das Schiff da drüben, das werden wir sowas von entern. Das wird unser sein. Ja, pass auf den auf. Drücke Dreieck, um die Waffe zu wechseln und aus der Ferne auf dein Ziel zu schießen. Haben wir? Oh, haben wir. Wozu haben wir denn jetzt noch Magie? Sternrune. Angeblich haben die alten Suchenden Runen verwendet. Der Legende nach führen diese Runen zum Nordsternschatz. Beim Schnurrhaare des Propheten! Die Geschichten über die Suchenden sind also wahr. Vielleicht führt es die Rune zum Nordsternschatz. Mitglied der Suchenden, ich erwarte dich. Alles klar, mein Kumpel. Warum siehst du so aus, als hättest du was gehört? Wer zum Henker seid ihr? Ihr wollt unseren Schatz plündern, was? Nein, nein, nicht mit mir. Jungs, erlebst du sie, bevor der Boss zurückkommt? Ja, drücke L1, um deine Magie zu wirken. Schnell! Unsere Magie ist anscheinend nicht aufgeladen. Wisst ihr, ob er unser Boss ist? Nein, wissen wir wirklich nicht. Der Piratenkönig, ihr Fellknäuel! Reinhard, Zeit für einen Waschgang! Reinhard! Verdammt! Also
Also ich finde, er sagt den Einsatz von Donnerbüchse und Magie und Schwert einfach perfekt. Ach verdammt nochmal, der Timer läuft nicht. Aber wir haben einen Schiffsschlüssel erhalten. Ein Schlüssel zu deinem Schiff. Jetzt kannst du der Kapitän deines eigenen Schiffs sein. Sieh nur, diese große Ratte hat einen Schiffsschlüssel fallen lassen. Ah! Wir können versuchen, ihr Schiff von diesem Dock zu rufen. Oi, oi, Captain Cappy. Dafür werdet ihr bezahlen. Nö. Dafür werdet ihr bezahlen. Ihr habt unsere Eltern auf dem Gewissen. Und jetzt haben wir unser eigenes Schiff. Die Flying Cat. Du findest ein Floß auf dem Schiff. Damit treibst du auf dem Wasser, was? Der Tag ist endlich gekommen, mein Kumpel. Wir erkunden die ganze Welt auf der Suche nach dem Nordstern, wenn es sein muss. Dann werden wir die größten Piraten aller Zeiten. Aber zuerst setzen wir Segel nach Port Schnorvana. Da drüben. Vielleicht finden wir dort jemanden, der mehr über diese Sternenrune weiß. Oi, oi, Captain. Drücke Viereck, um zu schießen. L1 für Spezialschuss und X für einen Boost. Okay. Eine Anvisierung wäre eigentlich auch nicht verkehrt. Okay, wie können wir... Oh, so können wir an der Insel legen. Oho, Seeräuber-Entermesser. Habt ihr beide euch gerade unseren Schatz geknallt, ey? Damit kommt ihr nicht durch. Wollen wir doch mal sehen. Hey. Arr, so nicht anders machen wir das hier. Ist zwar noch ein klitzekleines bisschen gewöhnungsbedürftig, diese Steuerung des Schiffes, aber gefällt mir. So, was haben wir jetzt hier? Ein Dungeon. Eine Höhle mit ordentlich Gegröle. Die erste Höhle. Ein klitzekleines bisschen wässrig das Ganze. Ja, hoffentlich findet niemand unseren Schatz. Okay. Offen. Offen. Wir haben unsere Gegner getroffen. Und eine flinke Flinte Level 1. Und wir haben jetzt Zopf eines Kriegers erhalten. Greife deines Ausweichens an und führe einen rasenden Angriff aus. Tja, die erste Beute. Aus der ersten Höhle. Also, das war doch schon mal nicht schlecht. Der Dungeon ist abgeschlossen. Unsere erste Höhle haben wir offiziell geplündert. Haben darüber hinaus auch schon mal ein paar neue Waffen erhalten.
Wobei, die Sache mit dem Doppelschuss zum Schluss. Was? Ah! Noch nie hat so guten Arre gepasst. Wie hier. Okay. Rein, rein, rein auf unser Schiff. Was haben wir hier? Also irgendwas, was wir anscheinend jetzt aktuell nicht einsammeln können. Oder auch zerstören. Hier hätten wir einen Rastplatz. Long Island. Okay, das ist auf jeden Fall irgendeine Art von Rätsel. Nur bringt uns das jetzt nicht gerade sehr viel. Okay, die Muckiseesterne können wir aber locker flockig besiegen. Und was ist hier los? Ahoi, kommt jetzt! Welche Schätze sich wohl in diesen Truhen verbergen? Meine Güte, seid ihr, um zu helfen? Unser Fluss wurde zerstört und jetzt sind wir fest. Ihr helft mir doch, oder? Ich bin Besitzer des Erbstücks. Ich wäre... Nein, nein, ich. Das reicht! Okay, tut mir leid, wir alle brauchen eure Hilfe. Um es kurz zu machen, vor seinem Tod hat uns unser Vater von einem Familienerbstück erzählt, das in einer Truhe eingeschlossen ist. Das Problem darin ist, dass es drei Truhen gibt und die drei Schlüssel sind hier irgendwo versteckt. Ah, in einer Truhe befinden sie... In einer Truhe befinden sie also das Erbstück. Ei, wenn ihr unsere Schlüssel findet, könnt ihr die Truhen plündern. Wir interessieren uns nur fürs Erbstück. Und damit sich die beiden Halunken nicht prügeln, warten wir, bis wir alle drei Schlüssel haben. Mir okay? Ah, okay. Sprich persönlich mit mir über die Fund oder Schlüssel, ey? Vergiss nicht, mit mir zu sprechen, bitte! Ich warte auf euch! Zeit zu quatschen! Okay. Papa meint, dass mein Schlüssel auf einer der beiden Inseln da drüben zu finden sei. Dort sind auch Seesterne. Vor kurzem hat dort jemand etwas abgeholt. Könnt ihr ein paar Seesterne für mich prügeln? Geht klar. Okay, Papa, geben magischen Schlüssel. Er sich bewegen, wenn jemand an Schlüssel denken. Ihr seht bewegende Schatten da drüben. Ja. Potzblitz, wir müssen dafür also ins Wasser? Nicht. Schlüssel in Wasser. Ihr schwimmen, kein Schiff. Nicht kriegen, sonst schwimmen. Hey, Maskott. Mein Schlüssel ist unter einem Stein auf dieser Insel da vergraben. Helft mir, den Schlüssel auszugraben. Tja, wenn es weiter nichts ist, das glaube ich, ziemlich einfach jetzt. Hier ist nichts. Nichts als die Schatten des Lebens und du. Nix, hier nur Dreck und eine Krabbe. Hier bist du falsch, Kumpel.
No. Mittlerer Erbstückschlüssel. Sieht aus, als gehört er zu den dreiteiligen Set. Ihr könnt es, könnte zu einem Schatz auf der Tatzeninsel gehören. Gut. Damit hätten wir schon mal den ersten. Und was ist denn hier drüben eigentlich? Hey, ich glaube, ich habe die Dinger schon mal gesehen. Offenbar haben die Suchen diese Säulen errichtet, um Seefahrer Richtung Norden zu führen. Ja? Die Sternrune vibriert. Mit geht der Suchenden. Folge dem Führer. Folge ihm und der Nordstern gehört dir. Alles in Ordnung, Kumpel? Wiedemasser, er scheint auf was zu zeigen. Ja, vielleicht finden wir den Nordstern-Schatz, wenn wir ihm folgen. Tja, keine schlechte Idee, aber jetzt erstmal nicht, okay. Okay, das ging. Linker Erbstückschlüssel. Wir bräuchten jetzt so langsam aber sicher mal langsam aber sicher ein Level up. Mit den Level-Ups sieht es aktuell ein bisschen schlechter aus. Aber wir sind jetzt auf dem richtigen Weg. Und wir haben jetzt den dritten Schlüssel. Den rechten Erbstückschlüssel. Sieht aus, als gehört er zum dreiteiligen Set. Gut. Sieht so aus, als hätten wir jetzt alle Erbstückschlüssel. Lass uns zurück zu den Drillingen gehen. Hi. Du gibst den Drillingen, was du gefunden hast. Das habt ihr toll gemacht. Das ist der Miau-Moment der Wahrheit, Jungs. Warum? Was geht hier vor? Sie bewegt euch nicht von der Stelle, ihr zwei. Die Welt geht unter. Tut mir leid, dass wir uns ständig streiten, Leute. Bevor es zu Ende geht, möchte ich eines sagen. Ich liebe euch beide. Oh. Ihr habt das auch gespürt, oder? Der Zweck von allem? Warum wir hier so lange festsitzen? Wir hätten für alle Schritte zusammenarbeiten müssen. Doch ist es nun eine Zeit, ins Jenseits überzutreten? Ei, und diejenigen, die uns geholfen haben, haben es verdient, diese Truhen zu öffnen. Was? Die Drillinge kombinieren die Schlüssel. Danke für die Hilfe. Hier, fang! Ja, danke den Erbstückschlüssel. Dann auf Wiedersehen, Lieben. Ich wünsche euch stets günstige Winde. Das waren also wirklich die ganzen Geister? Tja, wir haben jetzt auf jeden Fall eine Ritterrüstung erhalten. Tja, ist nun wirklich sehr piratisch. Wir sind der eiserne Pirat. Yo, yo, yo. Mit einer Buddel voll Milch geht's jetzt weiter.